meine Lieben, heute machen wir die Falten. Das will ich euch mit den Falten, mit der Rotfärbung mal zeigen. Und da habe ich mir jetzt diesen Bausatz rausgesucht. Das ist der kleine Levi. Der hat jetzt so diese Schichten alle schon drauf. Das blaue Details, lila Modeling, rot Modeling. Die Händchen habe ich ein bisschen röter gefärbt. Fast zu rot, was mir wieder nicht gut gefällt, aber gut. Braun Wash habe ich gemacht und Red Wash. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den Falten. Da kommen zwar noch Gelb Wash drauf und so ein paar andere Schichten natürlich, aber jetzt mache ich erstmal die Fältchen, um zu sehen, wie sie wirken. Und dann kann man manchmal besser entscheiden, welche Farben fehlen, was, wie hätte ich es denn gerne. Dann fangen wir mal an. Für die Fältchen nehme ich meistens drei Farben. Das ist dieses Crimson, dieses normale Rot 02 und Burnt Amber. Dementsprechend, wenn es mir ein bisschen zu dunkel ist, kann man auch noch ein bisschen das Sienna reinmachen. Das kann aber jeder für sich entscheiden. Manche machen auch noch ein kleines Ticken Schwarz mit rein, dementsprechend was halt fehlt. Ich komme jetzt erstmal, das ist mein ganz normales Modeling oder Wash Rot, dunkles Rot, und davon nehme ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Für die Falten brauchen wir nicht so viel. Ich nehme aber einfach mal noch von da ein bisschen verdünner. Normal nehme ich es vom Glas oder orientiere mich am Tipp. Das ist dieses Red 02. Kann aber noch mal gucken. Ich glaube, das ist das, ja. Da nehme ich nicht so viel. Das reicht auch schon. Ich möchte nämlich die Falten ein bisschen, ja, dass sie aussehen wie Schatten. Dann nehme ich das hier. Das ist nämlich ein wunderschönes Rot. Das Crimson 01. Das nehme ich viel. Also das brauche ich für viele Schichten. Und für ohne das geht es gar nicht. Und dann dieses Band Amber. Lieber fangt ihr sachte an und tastet euch vor. Aber das geht schon dann in die Richtung. Ich möchte es ein bisschen dunkler. So, jetzt war nur mal. Wenn ihr euch das dann ein bisschen so hochzieht, seht ihr immer, ob euch die Farbe gut gefällt. Ich suche noch das da, aber nicht viel. Das entscheidet ihr dann, das seht ihr dann euren Bausätzen, dann könnt ihr rumexperimentieren, was euch das nächste Mal besser gefällt, ob dunkler oder heller, ob jetzt eher mehr ins Rote oder doch eher ins Braune. Ich zeige euch das jetzt dann, wenn mir es gefällt, wie das ungefähr aussieht. So ist es sehr schön. Ich glaube, so kommen wir hin. Ja, also es ist nicht Bordeaux, sondern einfach noch ein Ticken mehr braun. Und manche machen da jetzt halt eben dementsprechend noch einen kleinen Zahnstocher, spitze Schwarz oder ja, manche machen da eben noch ein bisschen andere Farben rein. Ich bleibe jetzt dabei dem hier. Ich gucke jetzt mal, ob mir das gut gefällt.
Also, wenn euch die Farbe dann gefällt, braucht ihr einen kleinen Pinsel und noch einen ganz kleinen, nehmen wir den, und noch zum Wegtupfen. Nehmen wir auch die zwei. Ich hätte zwar noch gern einen kleineren, einen schmäleren. Wo bist du nur? Hätte ich auch früher hinrichten können. Ich weiß, ich habe einen, den nehme ich. Gott. Also. Die Falten sind sehr aufwendig. Ich sitze da manchmal stundenlang. Ich gucke jetzt erstmal, ob mir die Farbe gut gefällt. Da könnt ihr immer auch unten gucken, ob euch das gefällt. Ich sehe gerade, der Pinsel ist nicht ganz sauber. Müssen wir noch schnell drüber. So. Und verdünnen geht ja immer. Oder öfter drüber gehen dann halt. Das ist nicht kräftig genug. Also machen wir noch mal einen kleinen Ticken Rot rein. Manchmal mache ich mir es auch einfach nur am Deckel dementsprechend. So ist es jetzt halt besser zu zeigen, welche Farben wir mischen. Wir gucken jetzt mal, ob das so in Ordnung ist. Mir kommt der Kleine auch noch ein bisschen zu bläulich vor, ein bisschen zu blass vor. Da werde ich noch eine andere Schicht oben drüber machen, dann wo Farbe ein bisschen dabei ist. Ins Rötliche, ins Warme, ins Braune. Mal sehen. Das machen wir erstmal falten. Ich will nicht so abschweifen. Gucken wir mal, da ist ein bisschen, dass ihr das besser seht. Und alle Falten, was da so sind, tun wir jetzt dort bearbeiten. Dann können wir auch ein bisschen, ja, ich würde jetzt, es kostet mich jetzt halt durch Zeit, aber ich würde da jetzt nicht noch ein bisschen Farbe dazu tun, weil ich sehe, dass das einfach nicht genügend ist. Und immer schön wegtupfen, dass es nicht aussieht wie gemalt, sondern wirklich nur angedeutet. Okay, wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen das ein bisschen stärker machen. Wir könnten auch öfter drüber. Geht auch. Aber. Lieber einmal drüber und dann ist es schön und akkurat und das mit dann lieber. Es sind ja auch viele Falten. Dran gekommen. Dann hinter dem Öhrchen.
ich mir das auch gleich wieder weg ein bisschen. Das will ich da ja gar nicht. Da gehe ich aber auch nochmal drüber dann. Wenn ihr irgendwo merkt, dass euch die Farbe nicht so gut gefällt, da wo sie ist, kann man das auch immer noch mal ein bisschen verreiben, dass das schön ist. Im Öhrchen, wenn ihr euch das vom Rand nehmt, ist es ein bisschen stärker konzentriert, weil da die Farbpigmente immer so schön hängen bleiben. Zum Beispiel im Öhrchen braucht ihr ja ein bisschen mehr Farbe. Und dann bleibe ich immer im Bild da. Und dann fahre ich mit dem Pinsel einfach da hinten entlang drumherum. So. Und da genauso. Da gehe ich richtig schön mit dem Pinsel rein. Und da fahren wir das entlang. Genau. Da müsst ihr noch mal drüber, da macht er das einfach noch mal, wenn das dann gut getrocknet ist, zwischendrin was anderes und dann noch mal übers Öhrchen drüber und dann kriegt das eine richtig schöne Schattierung. Manche nehmen auch Schwämmchen und tupfen alles, aber ich will es ja eingearbeitet haben und ich mache das dann immer mit diesem Pinselchen. Dann ist es einfach noch ein bisschen schöner. Also ist immer noch sehr hell, jetzt habe ich schon den Stoff wieder. Das Öhrchen haben wir schon. Aber das sieht man ja, das reicht jetzt für. Also das reicht noch nicht, da müssen wir einfach dann öfter drüber. Immer gucken, dass es die Farbe nicht steht, also dass nicht so viel drin ist, oder in den Ritzen, in den Falten, dass die Farbe steht, weil das sieht dann hässlich aus. Das sieht man hinterher total und das will dann keiner. Das ist, also da fahre ich in den Falten überall noch mindestens zweimal drüber, weil das einfach die Farbe in sich hier ein bisschen zu wasserig ist. Zu dünn. Zu dünn. Und bevor wir jetzt einfach bei den anderen nochmal drüber gehen, machen wir mal kurz Gesicht. Auf der anderen Seite dunkler geht immer, also wenn sie zu dünn ist, euch ist kein Problem, macht das nochmal. Also hier hinten beim Nasenanfang und auch einfach darunter rutschen.
Und da hinten auch. Und dann runterrutschen. Die Nasenlöcher noch. Ich drehe es mal um. Dass die dunkler sind. Dahinter, meine sind ja aufgebohrt und da kommt dann dahinter noch Modelliermasse und das wird dann nochmal mit der Spitzfeile ganz nach hinten geschoben, sodass eben durch die Modelliermasse noch das Loch ist und man das Füllmaterial auch gar nicht sehen kann. Das sieht dann richtig gut aus. Das muss, manche machen es aber nicht auf, dann wird es einfach nur eingefärbt. Wenn es zu viel farbig verschwimmt, ist immer gleich auf dem Bau, sonst streift das immer noch mal ein bisschen. Gehe ich einmal auch schon drüber bei den Lippen, weil das bin ich gerade da. Aber da kommen dann die Lippen viele Schichten drauf. Der Pinsel ist total unrund. Dann fahre ich immer noch mal ein bisschen mit dem Pinsel so, dass die so wie die Fältchen laufen und dass das auch nicht so krass gleichmäßig ist. So. Und alles, was da oben zu viel ist, das machen wir. Ich weiß nicht, bin ich im Bild, dass ich die ganze Zeit malen. Ihr seid gar nicht dabei. Da nochmal, bei dem sieht man so das Lippenbändchen so schön. Seht ihr da so ganz zart an? Das lasse ich jetzt noch ein bisschen antrocknen und dann fahre ich da einfach ein Ding nochmal drüber mit dem Pinsel.
Das lasse ich jetzt noch 2 Sekunden dann trocknen. Da braucht ihr Geduld. Und wenn ihr die nicht habt, dann funktioniert sowieso nicht. Und macht euch keine Babys in Daueranfertigung, in Massenabfertigung, weil das ist ja für. Die werden ja lieb gehabt und die sollen ja hübsch sein. Und ich finde es dann gemein, wenn einfach nur hiekschnuddelt wird und die sehen hinterher gar nicht schön aus. Man sieht es nämlich, wenn da Geduld drin steckt und ja. Ich mache jetzt das überall nochmal drüber. Also alles, was ich euch gezeigt habe, vor allem in den Öhrchen, da gehe ich jetzt noch ganz oft drüber. Weil, oder eben mache mir die Farbe nochmal ein bisschen dicker, weil. Das braucht ja richtig eine Schattierung. Ich zeige euch natürlich dann, wenn es fertig ist, das auch nochmal. Aber ohne Schattierung sieht es einfach nicht echt aus hinterher. Und deswegen braucht es einfach nochmal einen ganzen Schluck Farbe. Ein bisschen oder öfter drüber geht auch. Ja. Man sieht sie vorbei. Ich finde, es ist jetzt schon viel besser. Jetzt kommen wir schon langsam hin. Da kommt auch noch mal ein bisschen Lila rein und dann wird das. Ich gehe jetzt auch mal öfter noch mal da an der Nase hier, zwischen der Nase und in die Nasenlöcher da vorne über die Lippen noch ein paar Mal. Und jetzt gehen wir aber zusammen noch die Ärmchen und die Beine durch, weil die haben viel mehr Falten. Ja, ganz schön. Ich zeige euch den Kleinen nochmal, wenn ich die Falten jetzt alle gemacht habe. Also ich fummel da jetzt noch bestimmt an dem Köpfchen noch, weiß nicht, eine Stunde rum, bis mir das gut gefällt. Deswegen kann ich euch so lange gar nicht mitnehmen. Aber ihr seht es, wenn ihr dann öfter drüber geht, dann sieht es gleich viel echter aus. Dann kriegt es so eine Rötung. Genau, die wollen wir ja erreichen, sodass das eine Tiefe kriegt. Ja, seht ihr das? Und das eben auch mit dem Ohr. Da müssen wir noch ein paar Mal drüber, dass es einfach eine Tiefe kriegt, dass eine Schattierung da ist. Und so ist es auch mit den Augen. Wobei das schon besser geworden ist, als es jetzt war. Aber ich zeige euch später nochmal. Jetzt machen wir gerade mal eine Hand. So. Dann könnt ihr euch einfach die Farbe ein bisschen hochziehen. So. Und dann könnt ihr euch die Farbe zum Schattieren einfach vom Rand hier nehmen. Da gehen wir jetzt alle Ritzen durch. So.
Und so viele Ritzen. Alle Ritzen da. Das ist eben eine Schattierung da. Überall in den Ritzen. Fahrt ihr jetzt einfach mit dieser Farbe entlang. Und dass ich eben nicht zu viel Farbe immer auf dem Pinsel habe, streife ich mir das immer hier so ein bisschen ab. Deswegen sehen meine Tücher, habe ich hier gebraucht, das da, immer so aus, bis ich fertig bin, oder noch schlimmer. Das ist noch ein gutes. Die ganzen Fältchen einfach mal kurz mit dem dünnen Pinsel. Ist ja nicht egal, wo der Strich ist. Da sind so ganz viele kleine Falten. Die fahre ich jetzt mal entlang. Die größeren können da öfter drüber gehen, dass man sie besser sieht. Und immer wieder abtupfen, dass sie nicht aussehen wie gemalt. Ich bin weg. Okay, ciao. Also wie gesagt, die Hand ist mir ein bisschen zu rot geworden, das mache ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Bausatz eben zu hell war für dieses Rot. Es gefällt mir nämlich nicht. Ja. Irgendwas gefällt mir immer nicht. So, die ganzen Fältchen da oben auch nochmal. Mit Blau nochmal drüber. So, und das nicht aussieht wie gemalt, geht ihr gerade wieder mit dem Pinselchen drüber. Jetzt habe ich euch wieder angeschubst. Macht sie nicht zu dunkel, sonst sieht es auch aus wie gemalt, wollt ihr nicht.
mal so ein bisschen andeuten. Da kommen noch rot und rote Teils noch hin, aber das mache ich mit einer anderen Farbe. Das mache ich nicht mit meiner Faltenfarbe. Die ist mir dafür zu dunkel, um gerade ein paar Rötungen zu machen, wie in meinen Wangen oder an den Kniechen oder an so ein paar Sachen wie Ballen, Fersen. Da ist mir das Rot ein bisschen zu rot oder zu dunkel. Diese Faltenfarbe. Auch da, wo die Fingerchen sind, so. Und dann tupft das noch mal ein bisschen, dass das nicht so. Und da, wo ihr feststellt, okay, und da und dort will ich es noch ein bisschen kräftiger haben, da geht ihr einfach noch mal drüber. Das werde ich auch tun, aber wenn ich da euch jetzt mitnehme, bis ich fertig bin mit dieser Hand, dann dauert es euch zu lange. So, deswegen nehme ich euch jetzt da einfach noch ein bisschen mit, was sonst noch da waren wir ja auch schon. Und dann kommen wir jetzt zu dieser Stelle. Da mache ich es auch manchmal einfach einmal ein bisschen breiter mit meinem breiteren Pinsel. Und dann mache ich die Ritze noch mal mit dem dünneren. So. Zur Teil war das kann man ein bisschen. Lass uns trocknen. Und so lange gehen wir an eine andere Stelle. Weil da ist ja auch keine tiefe Falte, sondern einfach nur eine so eine Speckfalte. Seht ihr das? Einfach nur so ein bisschen angedeutet. Und wenn euch das irgendwo zu viel wäre, könnt ihr es einfach ein bisschen auf dem Bausatz verstreichen. Das ist ein bisschen speckfaltig. Jetzt nehmen wir den dünnen Pinsel und fahren die nochmal entlang. Kann man den da dran kleben? Weg. Das macht er dann mit diesen Falten so oft und so lange, bis es euch gefällt. Bis ihr sagt, es ist so gut. Und mit den Rötungen, wenn die dann kommen, dann mache ich da oben entlang auch noch ein bisschen immer. Da, wo der Stoffkörper dran kommt, dass das die Übergänge schön sind. So, also die Falten mache ich jetzt noch weiter, bis mir es gut gefällt. Und da sitze ich immer lange, weil ich lieber ein bisschen weniger Farbe dran habe und öfter drüber gehe, bevor es unnatürlich aussieht und zu dunkel ist. Dann ärgert man sich.
Also, das war jetzt das Händchen, das, wie gesagt, da gehe ich. Ich zeige es euch, wenn es fertig ist. Ein Beinchen. Überlege ich, welches das so nehmen. Das ist so knatschig. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüber. Also da auch wieder zwischen den Zähnen. Der hat sowieso schon viele Falten. Mit dem Pinsel noch mal drüber, dass das jetzt nicht so die Farbe steht. Also macht er jetzt alle Falten. Alle. So dass sie ganz leicht rot sind. Oder dunkler. Ein richtiges Rot ist das nicht. Also ich sage ja, ich würde diese Farbe beschreiben, so ganz tiefes dunkelbraunrot, wenn man es anguckt. So auf dem Bausatz sieht es dann anders aus. Ups, aber willst du hin? Und da halt noch öfter, da in die Schlitzen vor allem. Das. Und da innen drin. Da zwischen den Zehen. Ich sag mir vor. So schöne knatschige Beinchen für sie. Mal oben mal an, abzutupfen, dass es nicht steht, dass die Farbe nicht trocken ist. Und ihr könnt es ja Schicht für Schicht entscheiden, wo will ich noch mal drüber. Das Schöne an der Pinselmethode, wenn man das mit dem Pinsel abtupft, nicht mit dem Schwämmchen. Erstens verwischt es ein bisschen, es macht nicht so eine harte Pinselstruktur, sondern es wird weich, die Übergänge werden weich. Und das zweite ist es, warum ich es mit dem Pinsel mache, dass eben da, wo ich die Farbe nicht haben will, wird es dann einfach wieder weggenommen. An den glatten Oberflächen.
hoffe, dass ich euch nicht wieder so arg oft aus dem Bild wandere, weil man bekommt es dann beim Malen nicht so mit. Es ist einfach so. Ah, die Fältchen, es ist ganz wichtig, dass das Verhältnis stimmt zwischen zu dunkel, zu hell, dass die auch nicht zu hell und nicht zu dunkel sind, diese Falten, das stimmt und passt. Und erst durch die Falten bekommt es halt so eine Tiefe und wird auch lebendig. Ohne die funktioniert es nicht. Ich nehme für die Falten übrigens einen Pinsel mit 00. Also ganz fein, und das ist auch einer, der hochwertiger ist, nicht wie die anderen. Fürs Wash und so auf den Schwamm aufzutragen, könnt ihr ganz billig nehmen. Das könnten die billigsten Pinsel sein. Aber für das vielleicht nicht unbedingt. Seht ihr das? Sieht also schon viel lebendiger aus, wenn das ein bisschen, aber halt nicht wie gemalt aussieht. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Jetzt haben wir da die große Falte, da gehe ich wieder kurz mit einem etwas größeren drüber. Und lasst es dann trocknen. Da entwickelt man so eine Reihenfolge und die behält man meistens bei. In der Zeit, wo es die große Falte trocknet, mit dem etwas breiteren Pinsel, da gehe ich jetzt mit dem dünneren später nochmal drüber, mache ich die anderen Falten. So. Hinten hat es da aber halt keinen. Normal gibt es da noch eine Speckfalte, die ist es jetzt da gar nicht gegeben. Hat hier noch, hier hat es aber noch genügend Falten. Das war da, wo wir mit dem Breiteren schon drüber sind. Seht ihr das? Sieht nämlich dann viel besser aus. Einmal mit dem Breiten und in der Mitte nochmal kurz mit dem Dünnen.
So. Da fahre ich jetzt überall nochmal drüber. Ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. So sieht es im Moment aus. Ist noch nicht fertig. Also ich habe es euch jetzt aber gezeigt, wo es hinkommt. Und dann könnt ihr das selbst einfach mal ausprobieren, wo es euch gut gefällt und wie viel Farbe euch gut gefällt. Manchmal sieht man es auch erst, wenn es fertig ist. Oft ja, oh, da gucke ich, dass ich nächstes Mal mehr oder weniger Farbe drauf bekomme. So wie ich jetzt dieses Mal mit dem Bausatz an den Händchen und an den Füßen, würde ich nicht mehr machen, so viel Farbe. Nein, nein, ist jetzt so. Ist jetzt so. Gut, ich schalte euch dann einfach nochmal ein, wenn ich fertig bin. Hier überall. Das ist jetzt aber noch nicht die Rotfärbung. Also wie gesagt, da nehme ich mir. Das zeige ich euch dann nächstes Mal oder wenn ich es dann mache. Für die Rotfärbung nehme ich mir nämlich das Rot. Genau. Das ist dann viel schöner. Das würde mit dem Braun so hässlich aussehen. Mit dem Traum. So. Also, ich zeige es euch später dann. Bis bald. Tschüss.